Während meiner Kindheit war meine Familie wie ein Tropfen Wasser in einem unermesslichen Fluss, niemals lange an einem Ort verweilend. Wir ließen uns in Rhode Island nieder, als ich 8 war, und blieben dort, bis ich in Colorado Springs aufs College ging. Die meisten meiner Erinnerungen sind mit Rhode Island verbunden, aber ein paar Splitter im Speicher meines Gehirns gehören zu den diversen Orten, an denen wir lebten, als ich sehr viel jünger war. Die meisten dieser Erinnerungen sind unklar und zusammenhangslos. Fangspiel mit einem anderen Jungen im Hinterhof unseres Hauses in North Carolina. Der Versuch, ein Floß zu bauen und es schwimmen zu lassen auf dem Strom hinter unserem Apartment in Pennsylvania. Und so weiter. Aber da ist eine Reihe Erinnerungen, die so klar erhalten sind, als seien sie erst gestern passiert. Ich habe mich oft gefragt, ob diese Erinnerungen nicht Wachträume sind. Entstanden während meiner langen Krankheit in jenem Frühling. Aber tief im Herzen weiß ich, dass sie real sind. Wir lebten in einem Haus am Rande der blühenden Metropole New Vineyard, Maine. Es war ein großes Gebäude, vor allem für eine Familie von 3 Personen. Eine ganze Anzahl von Räumen bekam ich in den 5 Monaten, die wir dort residierten, gar nicht zu sehen. Auf eine Art war es eine Platzverschwendung, als war das einzige Haus auf dem Markt zu der Zeit, zumindest im Radius einer Stunde Pendelzeit zur Arbeit meines Vaters. Am Tag nach meinem 5. Geburtstag, alleine von meinen Eltern beachtet, lag ich mit Fieber da nieder. Der Arzt sagte, ich hätte Mononukleose, pfeiferisches Drüsenfieber, was bedeutete keine wilden Spiele und Fieber für mindestens 3 weitere Wochen. Es war eine schreckliche Zeit, um ans Bett gefesselt zu sein. Wir waren mittendrin, unsere 7 Sachen zu packen und nach Pennsylvania umzuziehen. Und die meisten meiner Dinge waren bereits in Kisten verpackt. Mein Zimmer kahl und öde zurücklassend. Meine Mutter brachte mir mehrmals am Tag Ginger Ale und Bücher, welche meine primäre Unterhaltung für die nächsten paar Wochen waren. Langeweile war direkt hinter der nächsten Ecke, wartete darauf, ihren hässlichen Kopf zu heben und sich an meiner Misere zu weiden. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie ich Mr. Whitemouth traf. Ich denke, es war etwa eine Woche, nachdem das pfeiferische Drüsenfieber diagnostiziert worden war. Meine erste Erinnerung an dieses kleine Wesen war, dass ich ihn fragte, ob er einen Namen habe. Er sagte mir, ich solle ihn Mr. Whitemouth nennen, denn sein Mund war riesig. Fakt ist, alles an ihm war groß im Verhältnis zu seinem Körper. Sein Kopf, seine Augen, seine verwachsenen Ohren. Aber sein Mund war mit Abstand das Größte. Sie sehen aus wie ein Furby, sagte ich, während ich in meinen Büchern blätterte. Mr. Whitemouth hielt inne. Furby? Was ist ein Furby? Fragte er. Ich zuckte die Achseln. Sie wissen schon, das Spielzeug. Dieser kleine Roboter mit den großen Ohren. Sie können ihn streicheln und füttern, fast wie ein richtiges Haustier. Oh. Mr. Whitemouse nahm seine Tätigkeit wieder auf. Sowas brauchst du nicht. Die sind nicht dasselbe wie ein richtiger Freund. Ich erinnere mich, dass Mr. Whitemouse jedes Mal verschwand, wenn meine Mutter hereinkam, um nach mir zu sehen. Ich liege unter deinem Bett, erklärte er mir später. Ich will nicht, dass deine Eltern mich sehen, weil ich Angst habe, dass sie uns nicht mehr zusammen spielen lassen. Wir machten nicht viel während der ersten paar Tage. Mr. Whitemouth schaute sich nur meine Bücher an, fasziniert von den Geschichten und den Bildern, die sie enthielten. Am 3. oder 4. Morgen, seit ich ihn kennengelernt hatte, begrüßte er mich mit einem breiten Grinsen auf seinem Gesicht. Ich habe ein neues Spiel, das wir spielen können, sagte er. Wir müssen warten, bis deine Mutter nach dir gesehen hat, weil sie nicht sehen darf, wie wir es spielen. Es ist ein geheimes Spiel. Nachdem meine Mutter mir Bücher und Soda zur üblichen Zeit gebracht hatte, schlüpfte Mr. Whitemouse unter mein Bett hervor und ergriff meine Hand. Wir müssen zu dem Raum am Ende des Flurs gehen, sagte er. Ich zögerte erst, denn meine Eltern hatten mir verboten, mein Bett ohne Erlaubnis zu verlassen. Aber Mr. Whitemouse redete auf mich ein, bis ich nachgab. Der fragliche Raum hatte keine Möbel oder Tapeten. Seine einzige gekennzeichnete Eigenschaft war ein Fenster gegenüber der Tür. Mr. Whitemouse sauste durch den Raum und gab dem Fenster einen kräftigen Schubs, so dass es aufgeschleudert wurde. Dann winkte er mich heran, um nach draußen auf dem Boden unterzusehen. Wir waren im 2. Stock des Hauses, aber es lag auf einem Hügel und von diesem Punkt aus waren wir durch die Hanglage mehr als 2 Stockwerke bis zum Boden. Ich tue hier gerne so, als ob, erklärte mir Mr. Whitemouse. Ich bilde mir ein,
dass da ein großes, weiches Trampolin unter dem Fenster steht und ich springe. Wenn du nur fest genug daran glaubst, prallst du ab wie eine Feder. Ich möchte, dass du das ausprobierst. Ich war ein 5-Jähriger mit Fieber, daher kam nur ein Hauch von Skepsis in meinen Gedanken, als ich nach unten sah und die Möglichkeiten abwägte. Es ist ein langer Fall, sagte ich. Aber das ist ja gerade der Spaß daran. Es wäre nicht lustig, wenn es ein kurzer Fall wäre. Wenn es so wäre, könntest du ja genauso gut mit deinem richtigen Trampolin springen. Ich spielte den Gedanken mit der Idee, stellte es mir bildlich vor, wie ich durch die dünne Luft fiel, um dann zurück am Fenster abzuprallen von etwas, das menschlichen Augen nicht sehen können. Aber der Realist in mir gewann die Oberhand. Vielleicht ein anderes Mal, sagte ich. Ich weiß nicht, ob ich genug Fantasie habe. Ich könnte mich verletzen. Mr. Whitemores Gesicht verzerrte sich zu einem Knurren, aber nur für einen Moment. Ärger machte der Enttäuschung Platz. Wenn du das sagst, meinte er. Den Rest des Tages verbrachte er unter meinem Bett, still wie ein Mäuschen. Als er am nächsten Morgen eintrat, hatte Mr. Whitemores eine kleine Kiste in der Hand. Ich möchte dir beibringen zu jonglieren, sagte er. Hier sind ein paar Dinge, mit denen du üben kannst, bevor ich anfange, dir Lektion zu geben. Ich schaute in die Kiste. Sie war voller Messer. Meine Eltern werden mich umbringen, rief ich entsetzt, dass Mr. Whitemore Messer in mein Zimmer gebracht hatte. Objekte, die meine Eltern mir niemals erlauben würden anzufassen. Ich werde verprügelt und bestraft für ein ganzes Jahr. Mr. Whitemore blickte missbilligend drein. Es macht Spaß, damit zu jonglieren. Ich möchte, dass du es ausprobierst. Ich schob die Kiste weg. Ich kann nicht, ich werde Ärger kriegen. Es ist nicht sicher, Messer einfach in die Luft zu werfen. Mr. Whitemores Missbilligung ging in den finsteren Blick über. Er nahm die Kiste mit den Messern und glitt unter mein Bett, wo er den Rest des Tages verbrachte. Ich begann mich zu fragen, wie oft er dort unter mir war. Danach begann ich Schlafstörungen zu haben. Mr. Whitemores weckte mich. Häufig nachts, um mir zu sagen, dass er ein echtes Trampolin unter das Fenster stellen würde. Ein ganz, ganz großes, das ich im Dunkeln nicht sehen könnte. Ich lehnte immer ab und versuchte wieder einzuschlafen. Aber Mr. Whitemore blieb hartnäckig. Manchmal blieb er bis zum frühen Morgen an meiner Seite und ermutigte mich zu springen. Es war nicht länger lustig, mit ihm zu spielen. Eines Morgens kam meine Mutter zu mir, um mir zu sagen, dass ich die Erlaubnis hätte, draußen herumzulaufen. Sie dachte, frische Luft wäre gut für mich, vor allem, weil ich so lange in meinem Zimmer gewesen war. In Ekstase zog ich meine Turnschuhe an und lief runter zu der Veranda. Ich versuchte, die letzte Sonne auf meinem Gesicht zu fühlen. Mr. Whitemore wartete auf mich. »Ich habe etwas, das ich dir zeigen möchte«, sagte er. Ich musste ihn eigenartig angesehen haben, denn er sagte, »Es ist sicher, ich verspreche es.« Ich folgte ihm zum Anfang eines Wildpfades, der hinter unserem Haus durch die Wälder führte. »Dies ist ein wichtiger Weg«, erklärte er. Ich hatte eine Menge Freunde in deinem Alter. Als sie soweit waren, habe ich sie diesen Pfad entlang geführt, zu einem besonderen Ort. Du bist jetzt noch nicht so weit, aber ich hoffe eines Tages auch dich dorthin bringen zu können. Ich ging zum Haus zurück, mich wundernd, was wohl am Ende dieses Pfades lag. 2 Wochen nachdem ich Mr. Whitemore getroffen hatte, wurde die letzte Ladung unserer Sachen in ein Umzugslaster gepackt. Ich würde in die Fahrerkabine gehen, neben meinem Vater sitzend auf der langen Fahrt nach Pennsylvania. Ich überlegte, ob ich Mr. Whitemore erzählen sollte, dass wir gehen würden. Aber selbst im Alter von 5 Jahren begann ich zu ahnen, dass die Absichten dieses Wesens nicht zu meinem Vorteil waren, obwohl er etwas anderes behauptete. Aus diesem Grund beschloss ich, meine Abreise geheim zu halten. Mein Vater und ich waren um 4 Uhr morgens im Laster. Er hoffte, mit Hilfe endloser Mengen Kaffee und einem Sixpack Energy Drinks wären wir morgen Mittag in Pennsylvania. Er wirkte eher wie ein Mann, der vorhatte, einen Marathon zu laufen, als einer, der die nächsten 2 Tage stillsitzen würde. »Zu früh für dich?«, fragte mein Vater mit einem Hauch von Mitgefühl. Ich nickte und lehnte meinen Kopf gegen das Fenster, in der Hoffnung auf etwas Schlaf, bevor die Sonne aufging. Ich spürte die Hand meines Vaters auf meiner Schulter. »Das ist der letzte Umzug, Sohn. Ich verspreche es. Ich weiß, es ist hart für dich, so krank wie du warst. Sobald Daddy befördert wird, lassen wir uns nieder
und dann wirst du Freunde finden. Ich öffnete meine Augen, als wir auf der Ausfahrt fuhren. Ich sah die Silhouette von Mr. Whitmore am Fenster meines Schlafzimmers. Er stand bewegungslos da, bis der Truck dabei war, auf die Hauptstraße zu fahren. Er winkte mitleiderregend. Ein Steakmesser hatte er in der Hand. Ich winkte nicht zurück. Jahre später kehrte ich nach New Vineyard zurück. Das Stück Land, auf dem unser Haus gestanden hatte, war leer bis auf den Brunnen, da das Haus ein paar Jahre, nachdem wir es verlassen hatten, niedergebrannt war. Aus reiner Neugierde folgte ich dem Wildpfad, den Mr. Whitemouse mir gezeigt hatte. Ein Teil von mir rechnete damit, dass er hinter einem Baum hervorspringen würde und mich zu Tode erschrecken würde. Aber ich spürte, dass Mr. Whitemouse weg war. Irgendwie an das Haus gebunden, das nicht länger existierte. Der Pfad endete am New Vineyard Memorial Friedhof. Ich bemerkte, dass viele dieser Grabsteine die Grabsteine von Kindern waren.